Liebe Hörspielfreunde, für das optimale Klangerlebnis empfehlen wir, sich das folgende Hörspiel über Kopfhörer anzuhören. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen nun gute Unterhaltung und viel Vergnügen. Raureif-Saga. Das Inselreich im Nebel. Schleier allmählich die Sicht nahm, wusste die kleine Schar an tapferen Leuten aus dem hohen Norden, dass sie ihrem Ziel nahe gekommen waren. Nach einer langen Reise über die weiten und gefahrvollen Raureifgewässer steuerte ihr Boot langsam auf den Ort zu, für den sie vor einigen Monaten ihre Heimat verlassen hatten. Gefürchtet und gemieden von den Seeleuten, ein dunkler Fleck auf den Karten der Meere, sagenumwoben und unheilvoll zugleich und seit jeher umgeben von dichtem, grauen Nebel. Ferne, das verfluchte Inselreich. Jutta? Hm? Was schaust du denn so tief ins Wasser? Ich will sehen, ob ich auf dem Grund des Meeres Qual entdecken kann. Vorsicht, Kleines, sonst holen dich noch die Seeschrecken. Besonders gern lieben die kleine Kinder, die sich unerlaubt an Bord schleichen. Furore! War nur Spaß. Hat denn schon mal jemand einen Seeschrecken gesehen, Frau Skrupel? Nur die Schwachen und Feigen werden von diesen Bestien heimgesucht, mein Kind. Wie meinst du das? Nun, sie reißen alle ins Unterreich, die auf See unverrichteter Dinge wieder kehrt machen. Genau, wer kneift, kommt nach Qual. Aber wann genau wissen das denn die Seeschrecken? Was ist, wenn man nur für einen kurzen Augenblick kehrt macht oder man nur versehentlich vom Kurs abkam? Solche Fragen stellt man besser nicht auf die Probe. Vertrau mir, Jutta. Die Gunst der Götter bringt uns sicher zur Insel und wieder zurück. Ja, und wenn nicht, kümmere ich mich eigenhändig um die Biester. Du, Furore? Ja? Ist es wahr, dass du mit einem Zwerg zusammen bist? Was? Wer hat dir das denn erzählt, das? Urik? Hm? Sag mal, hast du der Kleinen etwa von Filigran und mir erzählt? Also, kann nicht reden, muss das Boot steuern. Wohl mal wieder einen zu viel genehmigt, nicht wahr, Brüderchen? Ach, wenn's nur bei einem bleiben würde. Tja, so steuere ich nur mal am besten. Dann möge Fiennes uns sicher zur Insel bringen, bevor uns die Vorräte ausgehen. Ja, wir sollten jeden Moment da sein. Ist schwer zu sagen bei dem ganzen Nebel. Wann ist deine Sicht mal nicht benebelt, hm? Halbgar muss ja echt was veranstaltet haben, damit du hier mitmachst. Naja, nach dem Abend konnte ich doch nicht Nein sagen. Allein die ganzen Lieder. In den hohen Hallen von Rom feiert das ganze Göttertum Beifall, Unfug und Palaver und hör das auf ganze... Hör mit dem Getreller und halt uns auf Kurs. Na gut.
Furore, ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Schon gut, Kleines. Und, was sagst du zu deiner ersten Bootsfahrt? Einfach großartig. Besser noch als die Geschichten von Großtante Gelinde. Tja, wer hätte gedacht, dass wer aus unserem Dorf nochmal in See stechen würde? Allerdings hätte ich mir eine angenehmere Begleitung gewünscht. Ja, ein echt komischer Kauz. Meinst du, man kann dem Kerl dort trauen? Ich hörte, er betet zu anderen Göttern als wir. Diesen Leuten aus Unstedt und ihren Göttern traue ich kein Stück. Aber Halbgar wird schon wissen, wie man mit so einem Widerling umgeht. Worüber die beiden wohl gerade reden? Mein werter Freund Arglist. Ich werde mich hüten, sowas wie euer Freund zu sein, Halbgar aus Krude. Bei Lokis Narreteien vergeht er nicht mal ein einziger Tag ohne Schwierigkeiten. Nun, wer hätte ahnen können, dass man mitten auf hoher See einem Zwielicht begegnet? Irrlichter, oder wie auch immer ihr sie nennt, sind hier durchaus keine Seltenheit. Na, immerhin sind wir jetzt wieder auf Kurs. Und wir sollten jeden Moment die Insel erreichen. Mit 3 Tagen Verzögerung. Inakzeptabel. Das gleiche gilt auch für die Ess- und Trinkgewohnheiten eures Steuermanns. Ja, zugegeben, Urik ist ein recht lebensfroher Geselle. Aber glaubt mir, uns Leuten aus Krude liegt die Seefahrt im Blut. Zumindest ist ersichtlich, was eurem Freund im Blut liegt. Meines Erachtens gehörten die Fässer schon längst im Meer versenkt. Ach, da wüsste ich wen Besseres für. Wie war das? Ich meine, da wüsste ich was Besseres für. Vielleicht als Opfergabe für die Götter oder sowas in der Art. Da wird mir schon was einfallen. Verschont mich mit euren Göttern und mit euren einfältigen Ideen. Mir ist schon übel genug. Allein schon, wenn ich sehe, wie er mit blinden Passagieren umgeht. Aber ich kann doch nicht einfach die Großnichte unserer Dorfältesten über Bord werfen. Ihr könnt so einiges nicht. Ihr könnt euch bloß glücklich schätzen, dass mein Herr Fundrecht so einen Sinn für das Altmodische hat. Nun ja, ein lachhafter Schatten seiner selbst. Nichts weiter ist euer wertes Krude. Und doch waren wir die Einzigen, die kühn genug waren, euch nach Ferne zu bringen. Es war wohl kaum Kühnheit, die mich auf ein Boot mit euch verdammt hat. Bei unserem Glück erleiden wir Schiffbruch, ehe wir auch nur einen Fuß auf das Inselreich setzen. Darauf verwette ich glatt mein Armreif. Die Wette nehme ich an. Verratet ihr mir dann auch, was uns auf Ferne erwartet? Alles zu seiner Zeit. So wie vereinbart. Denn ungleich zu euch halte ich mich an meine Vereinbarung. Und nun entschuldigt mich. Natürlich. Genießt das Wetter, mein Freund. Pah. Geht es dir gut, mein Sohn? Oh, was bildet sich dieser feine Pinkel aus Unstedt eigentlich ein? Sicher, wir sind etwas aus der Übung, aber bis hierhin lief es doch ganz gut für uns, nicht wahr? Ja. Beten wir, dass die Götter uns wohlgesonnen bleiben. Ach, die Götter. Bestimmt lachen sich Beifall, Wonne, Unfug und der ganze Rest von Wohnheim bereits halb tot über uns. Sprich nicht so von den Göttern, Junge. Verzeihung, Mama. Glaub bitte nicht, dass ich dir nicht vertraue. Keiner von uns ist die Seefahrt mehr gewohnt. Aber deinem Vater hätte es sicher gefallen. Wäre er hier, wären wir schon längst am Ziel. Mag sein. Aber er war auch immer ideenreich. Genau wie du. Tja, möge Hege uns beistehen, dass mir die Ideen so schnell nicht ausgehen. Wäre doch nur nicht dieser verdammte Nebel, dann... Vorsicht! Oh, festhalten! Habt ihr das auch gesehen? Bei den Schwingen des großen Wurms. Das war ein Felsen. Ein fliegender Felsen. Ist an uns vorbeigehopst, das wäre leicht wie eine Feder. Was in Friggers Namen geht hier vor? Wer wagt es, sich Ferne zu nähern? Balsam, steh uns bei. Klingt, als wäre das unser Felsenwerfer. Also gut. Mama, pass du auf Jota auf. Urik, halt uns erstmal auf Abstand. Furore, zu mir. Und ihr, mein Freund Arglist, poliert schon mal euren Armreif. Wie ihr hört, nähern wir uns Ferne. Komm, Jota. Alles in Ordnung bei dir? Ja, aber was war das gerade? Ich weiß es nicht, aber keine Angst. Die Götter werden uns schützen. Jedenfalls hoffe ich das. Also, Furore, was denkst du?
Könnte das ein Groll sein? Glaube ich nicht. Grolle meiden das Ufer. Dann wohl ein Flutriese. Na, das kann ja heiter werden. Und was gedenkt ihr jetzt zu tun, Halbgar? Etwa angreifen? Wo denkt ihr hin? Ich versuche es friedlich zu lösen. Friedlich? Wir werden mit Felsen beworfen! Wollt ihr mir endlich antworten, oder soll ich euch gleich versenken? Ja. Seid gegrüßt! Wir sind harmlose Seeleute. Ich bin Halbgar, der Entschlossene. Bei mir ist meine Frau Mutter Skrupel, die Sorgsame. Am Steuer ist Urik, der Unbeschwerte. Und mit uns seine Schwester Furore, die Tollkühne. Unser neuester Zuwachs ist Jota, die Aufstrebende, ja, und... Verschont mich mit eurem Vorstellungsgeplärre. Ihr seid aus Kude, richtig? Woran habt ihr das erkannt? Am Gestank. Der Geruch von Schmach und Schande haftet an euch. Das ist also aus den Helden von Krude geworden. Strolche, Taugenichtse, Gesindel, schlicht gestricktes Bauernpack. Nun, wo er recht hat. So. Jetzt zeig ich mal, wie schlicht gestrickt wir sind. Lass gut sein, Schwester. Zeig's ihm, wenn wir an Land sind. Aber da ist noch ein anderer Geruch unter euch. Ja, ich vergaß. Bei uns ist Arklist der Gründliche, ein Botschafter aus Unstedt. Ach, sieh an! So ein feiner Pinkel aus Unstedt hat sich auch unter euch gesellt. Feiner Pinkel? Was erlaubt er sich? Und mit wem haben wir das Vergnügen? Ich bin Grob. Nun, das seid ihr in der Tat. Aber wie lautet euer Name? Das ist mein Name, du Wicht. Achtung! Da kommt noch ein Felsen! Festhalten! Oh je. Da war noch näher als der Letzte. Versteht ihr das etwa unter friedlich lösen? Sollten wir vielleicht nicht einfach wieder umkehren? Sag sowas nicht! Der Nächste geht nicht daneben. Das verspreche ich euch. Hör da nicht hin, Jutta. Dann nehme ich wohl an, dass ihr ein Nachfahre des alten Grobian seid. Ja, niemand konnte Felsen so weit und so leichtfüßig übers Meer hüpfen lassen wie mein alter Herr. Glaubt mir, wenn man vorher keine Menschen dran anbindet, ist es nur halb so spaßig. Das glaube ich aufs Wort. Und was treibt euch nach Ferne? Mir gefällt's hier. Hier gibt's viele schöne Felsen. Ich frage mich eher, was ihr hier wollt. Wollt ihr König Robe einen Besuch abstatten? Oder seid ihr etwa hinter einem der prachtvollen Eier des großen Bockvogels her? Ach, wie interessant. Arklist, von welchen Eiern redet er da? Also ich... Davon habe ich noch nie was gehört. Wie diese Eier wohl schmecken. Na, ist mir auch gleich, was ihr hier wollt. Ihr stört. Aber das haben wir im Nu erledigt. Wartet! Ihr werdet nicht zufällig interessiert an ein paar, Delikatessen aus Kode? Was denn für Delikatessen? Genau, was denn für Delikatessen, Halbgar? Nun, wir hätten da in unserer Vorratskammer einen prächtigen, saftigen, gut abgehangenen Schinken. Das wagst du nicht. Sei still, Urik. Er gehört euch, wenn wir dafür unbeschadet die Insel betreten dürfen. Kommt ganz auf den Schinken an. Das ist ein Wort. Furore, hol den Schinken. Mama, du und Jota, lasst eins der Beiboote zu Wasser. Aber Halbgar, du kannst doch nicht einfach meinen Schinken weiter verschenken. Ich mach's wieder gut, wenn wir zurück sind. Versprochen. Sorg du dafür, dass wir dem Ufer nicht zu nahe kommen. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Gut. Jota, auf drei lassen wir das Boot ins Wasser. Bereit? Ja, doch. 1, 2, 3. Glaubst du, dass das eine gute Idee ist? Ja. Die Götter beschwichtigt man auch immer mit einer Opfergabe. Allerdings sollte man Flutriesen nicht allzu sehr trauen. Na, so. Hier ist der Schinken.
Mein Schinken. Komm, hieven wir ihn gemeinsam ins Beiboot. Und... So, lassen wir ihn mal zum Ufer treiben. Hier kommt euer Schinken grob. Ich hoffe, dass er euch schmecken wird. Das hoffe ich für euch. Wenn nicht, geht's euch an den Kragen. Oh, ich kann ihn schon riechen. Oh, da ist er ja schon. Was soll das, Halbgar? Wir haben bereits ein gefräßiges Ungetüm an Bord. Das hier war nicht Ziel unserer Reise. Tja, vielleicht zieht Grob besser mal los und holt sich dazu noch eins dieser prachtvollen Bockvogeleier. Was meint ihr dazu? Ich meine, gar nichts dazu. Gar nicht schlecht. Dummerweise hat mich die Sache etwas durstig gemacht. Damit können wir dienen. Furore, roll den Wallungstropfen herbei. Was? Kommt sofort. Oh, ich jetzt auch noch den Schnaps. Nun beschwer dich nicht. Das Fass hattest du eh schon halb geleert. Die andere Hälfte wollte ich mich später kümmern. Aber Urik, was würde jetzt deine Mutter sagen? Hat sie euch nicht immer eingebläut, dass für jeden gut zu sorgen ist? Mama hätte aber auch nie einen Flutriesen bewirtet. Hör zu. Ich verspreche dir, dass du alles von meinem Sohn zurückerhalten wirst. Und zwar in dreifacher Menge. Nicht wahr? In dreifacher Menge? Natürlich doch, Mama. Und bevor du Urik noch mehr Versprechungen machst, schnapp du dir bitte Jota und hol Stroh und Feuersteine herbei. So, hier ist das Fass. Arglist, wollt ihr euch euren Wunsch erfüllen und das Fass dem Meer übergeben? Nun, endlich hört mal einer auf mich. Und? Nein, bitte, können wir nicht nochmal drüber reden? Versenkt. Ich könnte dich umbringen, Halbgar. Ein Fass ist zu euch unterwegs, mein werter Grob. Ein Fass hochprozentiger Wallungstropfen. Der beste Schnaps von ganz Krude. Mein bester Schnaps. Nimm's leicht, Brüderchen. Wer hätte gedacht, dass ein Haufen Dummköpfe aus Krude sowas wie Manieren hat? Hier ist das Stroh. In die Feuerschale damit. Feuerschale? Ha, verstehe. Bin gleich wieder da. Soll ich Feuer machen? Nein, noch nicht. Wenn er die Flammen sieht, hat er leichtes Spiel mit uns. Du, Halbgar, was genau ist dein Plan? Jota, weißt du noch, was deine Großtante immer zu den Kindern sagte? Verschwindet aus meinem Apfelgarten? Nein. Ich meinte, was man bei Nebel tun soll. Ach ja. Wenn die Augen bei Nebel nichts taugen, öffnet dein Ohr dir Tür und Tor. Hoffen wir, dass die alte Gelinde damit recht hat. Na, was ist jetzt? Wie lange soll ich hier noch... Oh, da kommt ja das Fass. Zum Wohl. Oh, vom Wallungstropfen habe ich schon einiges gehört. Oh, wie der schon riecht. Halbgar, auch wenn deine Mutter an Bord ist, wenn ich mich heute noch von einer einzigen Sache trennen muss, dann schwöre ich dir... Keine Sorge, Urik. Das letzte Geschenk macht ihm deine Schwester. Da bin ich auch wieder. Hab die Pfeilspitze schon mal abgebunden und in Öl getränkt. Sehr gut. Jota, sobald ich's dir sage, machst du Feuer. Verstanden? Verstanden. Dann genehmigen wir uns mal ein Schlückchen. Nicht übel, gar nicht so übel. Schnaps brennen können die, das muss man diesen Trampel lassen. Jetzt, Jota, das Feuer. Ja doch, mit den Feuersteinen sollte es schnell gehen. Glaubst du, du bekommst das hin, Furore? Wenn ihr alle für einen Moment die Klappe haltet, vielleicht... In unserer Lage ist das gut genug. Augenblick. Ich dachte, der Riese lässt uns passieren. Ihr kennt wohl nicht die Geschichten vom alten Grobian. War ein übler Geselle. Und ich bin sicher, dass seine Brut ähnlich verkommen ist. Da, das Stroh brennt. Los, Furore, steck den Pfeil in Brand. Gut. Jetzt spricht alle ein stilles Gebet zu den Göttern. Und? Gut.
Echt gut, ja. Davon könnte ich glatt. Beim huflosen, geschundenen Klepper von Hür. Das war ein Volltreffer. Hast du was anderes erwartet? Da geht er hin, der edle Tropfen. Na, wer sagt's denn? Den wären wir los. Gegen die Leute aus Krude hatte er nicht den Hauch einer Chance. Also dann, auf zur Insel... Meine Augen! Oje. Verdammt! Dieser Mistkerl! War das etwa dein Plan, Halbgar? Er lebt noch, also nicht ganz. Ihr elenden, kleinen, stinkenden Mistmagen! Aus eurem Boot mach ich Kleinholz! Großer Rabe Odins, ich höre ihn ins Wasser steigen. Und was ist jetzt dein Plan? Wir werden jetzt alle zusammen rudern, was das Zeug hält. Urik, bereite eine Kehrtwende vor. Eine was? Bist du von Sinn, Junge? Sollen uns etwa die Seeschrecken holen? Er holt uns der Flutriese, wenn wir jetzt nichts tun. Wenn wir schnell genug sind, werden die Biester nichts bemerken. Dein Wort in Beifallsohr. Gut, er hat ja nur eins. Also los, dann lasst uns gemeinsam den Raureifgewässern die Stirn bieten. Ja! Ich denk nicht dran, dass ich hier... Hör zu, Freundchen. Was ist dir lieber? Rudern oder von Bord gehen? In dem Falle wohl lieber rudern, Gnäfrau. Dann ab ans Ruder mit dir. Das ist doch völlig verrückt. Wahnsinnig. So was bin ich gerade viel zu nüchtern. Wie kann er glauben, dass ich... Kommt ihr nicht! Großer Wogenfisch des Waltran. Wie hoch kann so ein Riese denn springen? Schneller da vorne! Los! Legt euch alle ins Zeug! Ja! Auch du, Mama! Ja doch! Jetzt hast du den Göttern wirklich einen Grund zum Lachen gegeben! Denen vergeht noch das Lachen! Du machst das sehr gut, Jota! Das wird mir Großtante Gelinde niemals glauben! Das ist... Wir sind viel zu schwerfällig. Wir sollten lieber Ballast verlieren. Oh, ja. Da wüsste ich schon, wen geeignet ist für... Weniger zanken, mehr rudern. Den Drangsals Namen noch eins. Gleich hab ich euch, ihr Mitwinkel. Das war knapp. Oh je, oh je. Nicht mehr viel und mit dem nächsten Sprung war es das. Das nenne ich hartnäckig. Dafür mussten mein Schinken und mein Schnaps erhalten. Wir werden noch bereuen, das Jahr. Alles wird gut. Alles wird gut, Urik. Wenn wir das überstanden haben, wirst du die größte Sause deines Lebens. Was ist das da im Wasser? Sehen die anderen das auch? Komische Schatten da unten. Ich sollte besser weniger trinken. Oder doch lieber mehr? Was geschieht hier nur? Konzentrier dich aufs Steuer, Urik. Das wird schon. Ihr macht das alle großartig. Ich kann nicht mehr. Ich kann gleich nicht mehr. Ruhe da vorne. Und rudern. Das ist die richtige Einstellung, Kleines. Ich kann nicht mehr. Sag mal, macht der etwas schlapp? Aber die Schatten im Wasser. Nein, einfach nicht drüber nachdenken. Wie sieht's aus, Urik? Der kommt kaum noch hoch. Aber langsam wird's echt brenzlig für uns. Na gut, jetzt oder nie. Zurück auf Kurs mit uns. Urik, was ist los? Schau doch nur, da! Das ist ja... Hey, stopp die Ruder!
Was ist los? Wo ist der Riese? Wenn der Ärger will, dann werde ich ihn. Seht mal, was da im Ozean treibt. Da, das ist doch... Da, das ist doch... Der Flutriese. Er rührt sich nicht mehr. Ein potthässlicher Bursche. Hat er noch mal Glück gehabt. Als hätte ihn Torsama persönlich erwischt. Aber woher wusstet ihr, dass ihm das den Garaus machen würde? Naja, immer wenn wir als Kinder schwimmen waren, hat uns die Dorfälteste eine Weisheit mitgegeben. Jota, weißt du noch, was deine Großtante da immer gesagt hat? Moment, das war... Wer sich nicht geduldet, eine halbe Stunde nach dem Mahl, endet im Handumdrehen in den Untiefen von Qual. Scheinbar gilt das Gleiche für die Mägen von Flutriesen. Das ist vollkommen wahnsinnig. Und dennoch hat's funktioniert. Schade. Hätte mich gerne vorher noch von etwas unnötigen Ballast getrennt. Sind wir wieder auf Kurs, Urik? Ja, aber jetzt brauche ich dringend was zu trinken. Dann also auf nach Ferne. Arglist, verabschiedet euch schon mal von eurem Armreif, mein Freund. Mein Sohn? Ja. Au, wofür war das denn? Das war leichtsinnig. Du hast uns alle in Gefahr gebracht. Und du hast den Zorn der Untiefen herausgefordert. Aber Mama, genau das Manöver haben doch die alten Helden von Krude auch gemacht. Genauso wie in Papas Geschichten. Och, dein Vater hat sich die Geschichte ausgedacht. Tatsächlich? Tja, er war wirklich ideenreich. Sorg einfach dafür, dass wir das alle heil überstehen. Alleine Jota zuliebe. Verstanden. Beten wir zu ganz Wohnheim, dass wir sicher ans Ufer gelangen. So ist es richtig, Halbi. Mama, ich hasse es, wenn du mich so nennst. Ich weiß. Du, Halbgar? Ja? Urik meinte, er hätte etwas im Wasser gesehen. Ach, der sieht so einiges, wenn er zu viel getrunken hat. Oder zu wenig. Mach dir keine Sorgen, Jota. Versprich mir nur bitte, dass deine Großtante hiervon nichts erfährt. Aber das war das Aufregendste, was ich je erlebt habe. Das war in der Tat aufregend. Aber wer weiß, was uns auf dem Inselreich noch alles erwarten wird. Das war die Raureif-Saga, Folge 1, das Inselreich im Nebel. Es sprachen Halbgar, der Entschlossene, Vincent Fellow, Jota, die Aufstrebende, Lucy Leopold, Skrupel, die Sorgsame, Petra Kalkutschke, Urik, der Unbeschwerte, Michael Malewski, Furore, die Tollkühne, Cindy Köpke. Arglist, der Gründliche, Bojan Vucetic. Grob, Sohn vom alten Grobian, Tobias Brecklinghaus. Und als Erzählerin Inga Stück. Skript, Regie und Produktion, Lars Große. Aufnahme, Red Bonsai Kreativlabor, Bochum. Schnitt und Musik Malte Große. Sounddesign, Mischung und Mastering Friedrich Lösen. Cover-Illustration und Wortmarke Alina Kronenberg. Weitere Illustrationen und Animationen Julia Gierlach, Nils Große, Alina Kronenberg. Eine Produktion aus dem Jahr 2022. Folgt uns gerne auf Facebook, Twitter und Instagram. Unsere Freunde aus dem hohen Norden kehren zurück in die Raureif-Saga Folge 2, das Vermächtnis des Königs. Bis zum nächsten Mal.